Hallo, liebe Leute. Wir leben immer noch. Und willkommen zurück bei Let's Play Dead Space Nummer 2. Ich habe es jetzt schon seit einigen Tagen nicht mehr gespielt. Erstmal hingucken, wo wir lang müssen. Und ich erinnere mich immer noch an unseren tollen Freund. Ja, ich muss jetzt sowieso erstmal wieder reinkommen. Und heute habe ich mir mal vorgenommen, überhaupt nicht schreckhaft zu sein. Diese Türen. Ah! Komm, geh auf. Das war da vorher nicht. Ja, genau. Ich trau dem Scheiß nicht hier. Hier stehen gerade Dinge, die vorher nicht da waren. Oh, hallo. Ja. Ihre Beharrlichkeit erstaunt mich. Sie klammern sich an den allerletzten Strohhalm und lassen einfach nicht los. Sie halten an dem fest, was einst ihre Welt war. Aber sie gehört jetzt den Kindern. Freuen Sie sich über das Wissen, dass ihr Tod ihre Geburt bedeutet. Hören Sie es? Es kommt. Bitte nicht. Beten Sie. Lasst mich in Ruhe. Ach ja, der tolle Professor, der uns nicht mag und es ist verschlossen. Nee, ne? Jetzt ist offen. Was so? Hä? Wieso sind das immer solche Momente? Moment, und jetzt... Nein, jetzt komme ich wieder in den Raum, wo ich mich einmal so übelst krass erschreckt habe. Hier hat sich anscheinend nicht viel verändert. Wir müssen direkt um die Ecke rum. Ah, das gefällt mir total nicht, weil wir haben unseren tollen Kollegen im Rückgrat irgendwo. Und er wird uns damit bestimmt auch gleich beglücken. Was? Nein. Nein, wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Ich muss da durch. Ja, ich brauche Zeit zu überlegen. Was soll ich machen? Wo ist das auf? Nee, wir haben keine Angst. Das sind einfach nur zu viele. So. Irgendjemand hält ständig die Türsteuerung runter. Ich habe das Schloss jetzt überbrückt. Los! So, jetzt sammle ich hier erstmal die Sachen ein, die hier hingelegt haben. Ah, wie sich das anhört, wie das auch aussieht mit denen. Ich regeneriere mich. Ich will weiter gegen dich kämpfen. Ja, komm her. Wird der eigentlich auch schneller? Wie die Musik einfach auch penetrant lauter wird. Ah, wenn die näher kommen, das ist meisterlich gemacht. Ja. Nimm. Wo bist du? Da. Na mal außer Gefecht. Umbringen kann man den eh nicht. Dann schaue ich jetzt hier noch schnell, ob ich hier noch was mitnehmen kann. Zum Beispiel das. Und dann heißt es jetzt erstmal Tschüss. Und hier ist bestimmt auch gar nichts. Das sieht überhaupt nicht danach aus, ne? Ah, Leute. Lass doch mal die Scheiße sein. Was geht mit dem jetzt ab? Hier, regenerier dich doch. Ah ja, Cutscene. Quatsch, Script. Man darf ja nichts gegen Scripts machen. Da hinten liegt was, das würde ich haben. Aber wie komme ich denn da hin? Das ist doch... Ah! Fängt auch wieder super an hier. Ja!
Du musst mir nicht folgen? Nee, das finde ich gut. Ja, dann kann ich mich jetzt hier drum kümmern, wie ich... Was? Nee, der kommt jetzt nicht hier irgendwo durch, oder? So. Mann, ich will dahin, das ist doch Geld. Ach, Mann, was ist das? Oder kann ich das so auch anvisieren? Ja, Tatsache. Gut. Ha, man lernt immer was dazu. Das ist toll. Haben wir denn noch einen Energieknoten? Wir haben noch zwei Stück. Aus Glücksdollerei schaue ich jetzt einfach mal nach, was da drin ist. Noch einen. Und da das der erste Durchlauf ist und wir sowieso genügend Munition und Geld finden, sollte das auch kein Problem sein, wenn ich jetzt mal dennoch die Energieknoten dazu benutze, hier um an weitere Sachen ranzukommen. Zum Beispiel daran, daran und an Munition. Das hat, hat sich wahrscheinlich überhaupt nicht gelohnt, aber wir haben ja noch genug in unserem Inventar drinne. Und ja, ich muss erstmal auch wirklich wieder in das Spiel reinkommen. Entflammbar. Was mich wundert, ist, dass der mir nicht gefolgt ist, aber ich glaube, den werden wir noch wiedersehen. Wir sind den nicht los. Ach, je. Wieder, meine Fresse. Ach je. Ja, hör auf zu schreien, du bist tot. Ende. Ich bin gestorben, so ein Mist, aber auch ich wollte ja gar nicht sterben. Nee, wir haben noch genug. Wie das aussieht, Oh, nee, bitte nicht. Aber daran merkt man eigentlich auch, also wenn man hier in dem Spiel durchrushen würde, wäre das ja auch alles, naja, zeitecht. Und da muss man sich einfach mal überlegen, wie schnell die das hier dann alles dran klatschen, wie schnell die, ja, wie schnell sich das Gewebe dann bildet und, ja, Geld ist immer schön. Boah, ekelhaft. Also so eine Tapete will ich nicht in meinem Zimmer haben. Nee, das muss nicht sein. Ah, diese Geräusche. Ja, komm, was ist mit dir? Du kippst gleich um. Wie, du bringst dich nicht selbst um? Ich traue dem Braten nicht. Und ich merke, dass ich... Nee, dann wird jetzt genau das mal benutzt. Davon haben wir jetzt noch genug. Was ist mit dir los? Ich darf die nicht abschießen? Was ist das denn? Wie krank. Und man kann nichts dagegen machen. Geil. Auch gut. Und der passiert jetzt noch gar nichts, ne? Oder? Nö, die heult elendig weiter. Keine Ahnung. Sie hat ihren Lebenssinn gefunden. Ja, genau wie die eine, die sich selbst umgebracht hat. Bestimmt die Schwester oder so. Und die andere bedauert den Tod ihrer Schwester. Ja. Ach ja, jetzt kommen wir ja wieder hier zur
Genau, jetzt kommen wir nämlich zum Büro von dem Dr. Mercer, von unserem Prototype-Verschnitt, ne? So, da wir jetzt erstmal viel mit der Strahlenmunition weggeschossen haben, speichern wir jetzt auch direkt mal wieder. Ich muss meine aktuelle Stimmung... ich muss ein bisschen lockerer werden gerade. Darmstadt. Jawoll! Hoho! Nett. Also das da ist sehr wahrscheinlich der Marker. Sieht zumindest so danach aus. Ein Auge und... Hat der das alles geschrieben? Oh Mann, der... Der hat ja echt Hobbys gehabt hier. Da kommt auch bestimmt nichts raus, ne? Von da oben. Ist auch nur der einzige Lüftungsschacht hier drin. Und den übersieht man natürlich gern bei diesen ganzen Teilen hier. Also nicht hier auf dem Boden, sondern wegen diesen... Sind das Hautfetzen oder... Keine Ahnung. Ist bestimmt nur Stoff, der mag so Satin-Stoff. So, rote Seide. Ist aber nicht ganz reine Seide, wie ihr sehen könnt, also... Ja, er mag es einfach, dass alles schön aussieht. Persönliches Logbuch von Dr. Chalice Mercer. Der Proband reagiert weiterhin positiv auf meine Experimente. Die Stärke und nicht zu vergessen, die Elastizität seiner Zellen ist bemerkenswert. Dr. Kyle würde das sicher missfallen, aber ich erwarte dahingehend keine Probleme, da sich der gute Doktor mit dem Marker beschäftigt. Als ob das jetzt doch was ausmacht. Er ist außerdem dem gleichen Wahnsinn wie der Rest der Kolonie verfallen. Erst gestern erzählte er mir, er hätte mit seiner Frau gesprochen. Nur dass Amelia Kyle schon seit Jahren tot ist. Mein Proband wird unruhig.